Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück zu Let's Play Dante's Inferno. Oh yeah! So, in der letzten Folge haben wir... Au, Boys. Befreit. Ach, der löst das hin. Und... Ich habe sowas hier. Boah. What the fuck? Instant what? Siehst du nicht, wie ihre Zähne sich fletschen und ihr Brauen? Warum? Warum? Bleib mal einfach stehen und du bist sofort tot. Oh ja, yeah, dieser Boden. Ja, na. Nein, nicht die. Ach ja, ich hab da noch keinen. Bäm! Say hello to my, chest. Wow! Nicht to my chest. Na, im... Viecher. Jemand anders nervt. So. Wird es... Wird mein erstes Mal komplett ohne Treffer sein. Who knows, who knows. Boah, das war aber Knäppchen. Und da kommen natürlich wieder ein paar neue. So. Lass Hallo zu dem Kreuz sagen. Das könnte ein bisschen was dauern. Lalilulilu. Oh, eigentlich. Ja, yeah, Rechtschaffenheit. Ja, komplett ohne Hit, ey. So muss das laufen. Ja. Wenn der nicht seine kleinen Viecher gehabt hätte, hätte ich das auch wahrscheinlich beim ersten Mal gemacht. Aber schön, dass dann alle einfach stehen bleiben. Also so, dann erstmal die kleinen Viecher. Zwiebel. Und dann den Boss. Na, na, nicht da. Das hättest du gern. 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 Das hättest du auch gern. Au, das hast du. Ich darf nicht großkopfig werden. Das Spiel ist halt... Fuck. Falt es mir rein.
Würdest du mal bitte endlich mal in die Knie gehen? Du musst ja schon die ganze Zeit meinen Fehler ab hier. Au! Ich hab da nur einmal B gedrückt, was? Okay. Oh ja, natürlich, jetzt auf einmal. Ach, das bleibt bei den... Gut, das bleibt bei denen. So. Wer mich jetzt auf die Schnauze? Hier? Damit kann ich gerne die. So, damit habe ich auch noch den grün. Bah. Das ist viel besser. Du? Ja, geil. Hier wär's, wenn du dazu bereit bist. Hier kommt der Dicke. Bricht ihm doch das Genick! Nein, er reißt ihn ganz ab. Raumstab, Waldwerfen ist nichts dagegen. Das ist genau wie normal klettern. Aber halt mit dem Ding. Und deswegen einfach nur springen, 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 springen. Ah, jetzt. Wow, das war Knäppchen. Ja. Auf Zeit. La 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 la. Hey! Here I take it! Okay. Oh ja, natürlich, für eine Sekunde RB. Genau. Die Sinne fühlt ich wie im Tod sich treiben und keine Ahnung. Hey, was war das denn für ein Schwachsinn? RB, eine Sekunde. Hallo? Was ist das denn? Ich habe so viel Zeit, das ist unglaublich. Einfach mal so hier. Oh ja, dann geht das auch. Ja. Ich will ganz speichern, ich will nicht mehr. Hallo, wir sind im Limbus. Hallo. König Minos hinter dem Limbus die Verdammten richtet. Der gefallene König die einen erlöst und die anderen in die Tiefen der Hölle stößt. Deutsche. Aber erstmal, meine geliebte Beatrice. Ich will da runter. Ja, natürlich, ich hätte einfach runterspringen müssen und mich dann nach dem Ding hochziehen müssen. Alles klärchen. Ne? Das wäre doch so viel gewesen. Egal. Okay, seht ihr, was ich da sehe, da hinten rechts? What the fuck? Naja. Das werden wir auch noch erledigen. Oh, und scheiß Sammelgegenstand. Verschmorte Diener. Packe den explodierenden Scherben und werfe ihn gegen zerstörbare Baum. Let's go. Okay. Hallo. Gehen wir zu Hause? Von göttlicher Macht erschaffen. Überdauere. Zeit. Ja, aber so nicht mehr. Hallo. Bist du der Bewacher der kleinen Truhe hier? Ja, ich brauche jemand Besseres.
Au, fehlen sollen. Ja, bestimmt. Du verarschst mich, deiner Pisser, ey. Meine Fresse, ey. Ja, eine Silberwitze. Hey. Warte mal. Aha. Wo geht's da hin? Gut, ey, ein Schwein. Ein Reliquie. Augen der heiligen Lucia. Eine Information. Ach, ich kann welche ausrüsten. Alles klar. Brauchst du zwei Ausrüstung. Heiligkeitsstufe 3, ja? Erlöse Gegner und verdammt, um zusätzlich heilige Erfahrung zu sammeln. Ja, gut, dass ich das jetzt erst weiß. Dante hat die Chance, Angriffe abzuwehren, deren Schaden zunichte zu machen und den Gegner zurückzuwerfen. Ja. Hey. Wie gut, dass ich jetzt auftauche. Beatrice Stein. Das ist ein Beatrice Stein. Finde alle drei und verdammte automatisch auch zu erlösen. Schatze! Schatze, Patze! Oh ja, wieder Tür öffnen vom Feind. Bah! Ich sah ein Feuer, das eine Halbwelt aus Dunkelheit verschlang. Alter Vater. Aber die... Was sind das für kranke Viecher? Schreib mich nicht an, lesen und schreiben. Uhaha. Ich bin ja so witzig. Ey, ich will nicht wissen, was die machen können. Ah! So viel. Da kommen sie doch da noch direkt alle. Leck mich. Mach das auf die Feigart. Uhaha. Kannst mich ruhig angreifen, werde ich jetzt machen, aber ich bin auch verwundet an. Ich hätte gerne alle drei Beatrice-Scheine, muss ich nicht immer hier tippen hier, Bekloppter. Ja, da muss doch bestimmt auch irgendwas sein. Betrug! Oh, Bombs! Bombse! Ja, ich warte, bis ich auch noch den Magiebalken voll machen kann. Ah, schön durch den Mund oder so. Kopf, Nase, Augen. Hä? Der braucht es aber immer wieder. Ach, da geht's weiter. Roll los, hey. Hallo Virgil. Ach ne, so. Den ungesegneten Kindern, die ohne Taufe verloschen, bleiben die Tore des Glaubens für immer und ewig verschlossen. Der Limbus vermag ihr Leid nicht zu lindern. Ach, das waren ungetaufte Kinder. Ach du liebes bisschen. Okay, was... Ich wollte schon, dass er jetzt eine Kugel entlang kommt. Alter Vater! Naja, was in der Truhe drin ist, das erfahren wir demnächst mal. Mit mir und euch und alle!